Wenn Sie zurückgekehrt sind, melden Sie sich bitte bei uns, um die Informationen so schnell wie möglich zu aktualisieren. Mit Pauls Hilfe hat Lucy es geschafft, das vermisste Pony ausfindig zu machen. Um das Tier aufzupäppeln, will sie es für ein paar Tage heimlich auf dem Gestüt unterbringen. Als Bella davon erfährt, ist er wenig begeistert und es kommt zum Streit, wie es mit dem Pony weitergehen soll. Im Affekt platzt aus Lucy eine heftige Drohung heraus. Eva entschuldigt sich reumütig bei Christoph, weil sie ihn beinahe überfahren hat. Doch als dieser sich kurz darauf liebevoll Emilio widmet, reagiert sie gereizt. Alfons bemerkt die Stimmung seiner Nichte und kümmert sich fürsorglich um sie. Daraufhin kann Eva ihr Geheimnis nicht mehr länger für sich behalten und vertraut sich Alfons an. Dirks Zustand macht Linda große Sorgen. André erweist sich als guter Zuhörer und bietet Linda an, sie zu unterstützen. Er erklärt sich sogar dazu bereit, für Dirk zu kochen. Sind die Eifersüchteleien zwischen Dirk und André endlich Geschichte? Tim ist tief getroffen, als er mitbekommt, dass Franzi beginnt, an seiner Unschuld zu zweifeln. Umso mehr möchte er endlich dem wahren Täter auf die Spur kommen und versucht durch Steffen, mehr über Dirks Falschaussage zu erfahren. Danke, schönen Tag noch.